Bitte einen neuen Schlimmeres als Schlüssel. ein China abgeht. Auch wenn wir da jetzt noch Wer auch immer. einen Ort haben, wo wir hin können, aber ich bräuchte jetzt mal wieder was Neues. Weil, wir haben ja noch genug Leute, die. Was? Der war doch gerade hier vorne. Was soll das denn? Entschuldigt, Leute, was Ja, ihr wohl ja. meint mit Establishment? Was zum Teufel? So, lass mich raten. Das ist auch ein Auftragsmord. Jawohl. Guten Tag, Sir. Hi. Siehst du den? Ich bin schon oh, tut das weh? Vergiss So. nicht, das sind nur unschuldige Leute. Ey, das war keine unschuldige Person. Wir haben dafür Ich eine hab dich Fähigkeit gesehen. gekriegt. Du brauchst doch bestimmt Hilfe. Das kannst du laut sagen. Ich brauche jemanden, der dafür sorgt, dass dieses Flittchen keinen Ärger mehr macht. Wäre das was für dich? Na klar. Kein Problem. Ach, sag mir, worum es geht. Mein Ex-Mann heiratet morgen. Und ich will ihm ein Geschenk machen, das er nicht so schnell vergisst. Stell dir vor, er hebt den Schleier und seine Braut hat eine aufgeplatzte Lippe. Ich freue mich jetzt schon auf die Hochzeitsfotos. Ja. Was? Ich habe nichts gemacht, Kumpel. So. Jetzt würde ich ja noch mal hier hinten rumgucken. Warum laufen hier so wenig Leute rum? Hallo? Ist das irgendwie geskriptet? Also. Der Doktor hat mich wegen des Rezepts auf nicht der PS3 sind immer mehr Leute rumgelaufen. Ich hab ihn! Leute, gebt mir nicht auf Eier hier. Also, ich hab zu tun. Ich muss Leute hier ranholen. Er hat holen gesagt. Ja. Meine Schwester hat uns zu der Demonstration eingeladen. Ohne mich. Diese Kundgebung. Demo vor. Achso, scheiße. Nee, nee, nee. Moment, hier hinten. Hier schnüffelt irgendjemand rum. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, soll ich wie dir einen Gefallen tun? Ich höre. Sie Und ob, ausschalten kannst kann. Du jemandem die Daumenschrauben anlegen? Klar, ja, die Daumenschrauben ist aber eine Abreibung, okay. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich den mit Nahkampfwaffe so exekutieren muss oder mit Pistole. Ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher, weil da hinten läuft einer von Tony Rosatos Leuten rum. Daher, ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig geworden. Weil ich möchte den jetzt nicht so gerne umbringen und dann heißt es, ja, in 5 Minuten bin ich wieder da. Weil das passiert ja, wenn ich jetzt den Typ sie so umbringe, wie es halt nicht sein soll. Die Granados haben ihr Geschäft am folgenden Ort gesprengt. La Maison Rouge. Warum haben die Spassis eigentlich immer auf meine Nuttenfarm abgesehen? Also ich verstehe das nicht. Was habe ich denn getan? Naja, obwohl jetzt, ja, wenn ich jetzt die ganzen Schlüssel zusammen habe, dann, dann, ne? Dann aber, dann legen wir aber hier, ja, da werdet ihr gucken, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, ja. So, aber irgendwie müssten noch mal so ein paar Schlüssel auftauchen, bitte. Meine Frau ist nicht in der Stadt. Hallo. Arschlöcher. Ein kleiner Schubs, aber er was? Hat total komisch reagiert. Mädel, pass auf, was du sagst. Ich bin ein herzensguter Mensch, aber was irgendwann ist los, Schluss. Baby? Ja, Geld brauchen wir nicht. Ich glaube, diesen Capo hier hinten, den muss ich mit dem Präzisionsgewehr neutralisieren. Ich bin mir da auch nicht mehr so ganz sicher. Ach, hier kann ich das ist doch echt nicht wahr. Abreibung, okay. Gut, dann wissen wir ja, wie wir das machen. Zeigen, was ich kann. Diese Kerle mit der Bombe. So, mich komm mal her. Als ich das letzte Mal hier war, wurde ich verhaftet. Auf ihn! So, danke. Aus dem Weg! Und wieder geht Und ein unzufriedener Kunde dahin. So, normalerweise nach der Abreibung kann man die dann auch laufen lassen, aber... Nö. Ah, Moment, Moment. Hier oben auf dem einen Dach. Da weiß ich schon mal, wie ich den ausschalten kann. Moment, das machen wir eben. Weil da bin ich mir ganz hundertprozentig sicher, wie das klappt. Frage ist jetzt nur, wer das war. Ah. Moment, ich kann doch die Leute irgendwie sagen, dass ich hier zum Beispiel unten stehen bleibe. Kein Problem. Gut. Alles klar, bleibt da mal stehen. Ich kümmere mich mal eben um diesen einen Soldaten hier oben. Weil das weiß ich hundertprozentig noch, wie man den ausschaltet.
So, okay, hier sind wir oben. Mal die Leiter hoch. Genau, da steht er nämlich. Hey Daddy, gefall ich dir? Was ist mit der Garetta oder? Ich glaube, man muss den. Du siehst heute so verdammt heiß aus. Okay, doch mit der Garetta, okay. Wo ist die Garetta? Wo ist die Garetta? Hallo! Ach, da. So. So. Bill Chiompi, Tony Rosato Soldat, wurde endgültig eliminiert. So, ich dachte erstmal, müsste den hier nochmal rüberschmeißen. Aber schön, da ist der erste schon mal von den Tony Rosato Leuten. Ja, tot. Das ist schön. Das freut mich. Und Einschlüsse haben wir ja auch schon freigeschaltet. Da müssen wir ihm den Hals umdrehen. Wow, drei Leute greifen hier das Dings an. Wow. Also Tony Rosato, der haut aber rein. Das ist echter Wahnsinn. So, wir haben jetzt aber... Hallo. Bitte auf Familie Granados. So, hier haben wir nämlich auch schon zwei Leute freigeschaltet. Jawohl, jetzt ist mein Handtuch runtergefallen. Dankeschön. Ja, ich habe immer so ein kleines Schweißtuch hier, weil ich so schwitze und, ja. So, was haben wir denn hier? Servieren Sie ihm einen Molotow-Cocktail. Johnny Salazar. Erinnert mich ein bisschen an Saraza. Naja, falsches Thema. Was haben wir hier? Theodore Ruiz. Eliminieren Sie ihn mit einer Nahkampfwaffe. Mhm. Eliminieren Sie ihn mit einer Nahkampfwaffe? Das heißt einfach nur draufschlagen, also nicht exekutieren. Ja. Gehen wir hin. Du bist verdammt scharf, weißt du das? Ich weiß, dass ich scharf bin. Ich bin eine Pepperoni. Eine grüne, keine rote. Ich glaube, die grünen sind sogar noch schärfer als die roten, oder? Oder bin ich da jetzt falsch? Kann sein, dass ich hasse Tony Rosatos Familie. Legen wir noch ein paar von denen um. Mitkommen. Wo gehen wir hin? Okay, jetzt kommen sie wieder mit. Hey, wie geht's deiner Schwester? Kommst du später bei mir vorbei? Meine Frau ist nicht in der Stadt. Was? Noch auszudenken, wenn die Russen vor uns auf dem Mond sind. So, das gab einen kurzen Frame. Hey, ich weiß nicht warum. Schlüssel bitte. Brauche noch einiges an Schlüsseln. Tja, oder die Schlüssel, die müsste ich dann vielleicht off-cam suchen. Weil sonst jetzt die ganze Zeit rumzulaufen, um nur Schlüssel zu finden, das ist, glaube ich, für euch auch ein bisschen langweilig. So. Obwohl, es kann auch sein, dass irgendwie ein Geschäft angegriffen wird. Das, das ist jetzt ein bisschen, Zwickmühle für mich. Könnt ihr Jungs nicht aufpassen, wo ihr hinlauft? Ja, Leute, ihr könntet mir auch mal hier ein paar Schlüssel anbieten, dann bin ich nämlich schneller fertig. Achso, wir müssen hier erstmal rein. Was ist das für ein Dings? Eine Abreibung, okay. Na, los, Ende. So. Die Granados sind nicht wie die Rosato-Brüder. Sie sind organisiert und haben Beziehung. Wie gesagt, das ist nämlich jetzt die große Frage, wenn ich das jetzt off-cam mache und dann kommt irgendwie hier so ein Dings, wo jetzt steht, ja, hier, ihr werdet angegriffen von dem und dem. Oder ich mache das so, ich starte langsam, dann einfach Boss. Die Mission wieder. Ja, die Mission neu, wunderbar. Achso, da. Er sagt das doch. Oder ich starte dann einfach kurz die Aufnahme, wenn das auftaucht. Wenn sie sterben, klebt ihr... Er kommt! Wo das herkam, gibt's noch mehr. Für den lohnt es sich nicht, ein Loch zu graben. So, alles klar. Haben wir hier noch irgendwie einen Schlüssel? Nö. Und ich brauche noch so viele. Ne, Leute, wisst ihr was? Bevor ich jetzt hier noch weiter, rumsuche wie ein Bekloppter. Ich werde jetzt mal ganz kurz die Aufnahme beenden. Und wenn ich halt die ganzen Gefälligkeiten zusammen habe,
weil es ist wirklich jetzt nur hier rumsuchen, um Gefälligkeiten zu suchen. Werde ich dann die Aufnahme wieder starten, wenn ich damit fertig bin. Nochmal ganz kurz gucken, wie viele brauche ich jetzt noch? Oh Mensch, bleib doch da. Bei den Granados sind jetzt noch 1, 2. Okay, den einen, den können wir erst freischalten, wenn wir in Kuba sind, weil der hat nämlich seinen Standpunkt in Kuba, das weiß ich nämlich noch. Also, 1, 2, 3, 4 Stück. 4 Stück, und bei Toni sind es jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ungefähr 10 Stück brauchen wir noch. Gut, Leute, wie gesagt, ich mache einen ganz kurzen Schnitt. Wenn ich die 10 Dinger zusammen habe, bin ich dann gleich wieder in der Aufnahme dabei. Oder halt, wenn irgendwas zwischendurch sein sollte, wie zum Beispiel ein Angriff auf unsere Geschäfte oder so, werde ich dann natürlich sofort die Aufnahme wieder anschalten. Also, wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Part. Bis dahin sage ich nur, tschüss mit Öl. So, Leute, ich starte jetzt nochmal ganz kurz die Aufnahme, weil jetzt gerade die Granados uns angreifen. Also, die wollen uns hier in New York ein bisschen ärgern. Und ich würde mal sagen, du hältst mal bitte... Arschloch. Du hältst mal bitte mit deinem Eldo-Wagen an. Du, gib mir dein Auto. Steig da bitte ein, verdammte Kiste. Los. Okay, ich komme. So. Welche Butze war das? Ah ja, okay. Kleiner Moment, ich muss nochmal eben gucken. Boah, bleib doch auf Familie, Mensch. Welche Types greifen jetzt hier an? Einmal dieser und einmal der äußere. Leider habe ich dafür noch keine Info, wie ich die umbringen muss. Sehr schade. Übrigens, woran ich sehen kann, wer jetzt angreift, hier oben, wo steht am Leben, das ist jetzt so gelb, ja, man kann sagen gelb-orange, so in Farbe gesetzt. Und bei den anderen ist es halt grün, das heißt, sie sind an dem Ort, wo man sie halt finden kann. Genau wie der, der ist am Treffpunkt. Und ja, der jetzt wie gesagt auch. Nur halt die beiden sind halt jetzt unterwegs zu der Butze, wo wir halt hin müssen. Ich versuche jetzt einfach mal mein Glück und versuche den Bruce Rivera mit dem Auto zu überfahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber ich versuche es einfach mal. Vielleicht klappt das ja. Und wenn nicht, dann ja, haben wir Pech. So. Beziehungsweise ich versuche einfach mal alle. Kannst du uns in einem Stück hinbringen? Nein. Auf ihn! So. Scheiße, da kommen wir gar nicht hin. Ja gut. Also. Nein! Weg damit, ihr könnt das nicht sein. Damit. Du stehst auf ein bisschen Blut im Kopf. So, ich habe jetzt beide erstmal exekutiert. hat aber leider nichts genützt. Naja, auf jeden Fall haben wir die Butze gut verteidigt. Wie gesagt, das wollte ich euch dann mal ganz kurz so in der Aufnahme zeigen, wie das jetzt halt Scheiße, zum Verteidigen ist. Deckung. Ich habe jetzt leider noch nicht... Scheiße, wir sind umzingelt. Nu. So, ja. Da gehen sie dahin. Gut, wir sollten irgendwie mal ganz schnell versuchen, zum Anwesen zu kommen. Ich lasse das doch mal eben in der Aufnahme drin. Ja, und verdammte Scheiße, wir haben jetzt schon zwei Teile von den Bullen. Scheiße, das wird aber ganz schön. Ja. Schön, mein Auto qualmt auch schon, das ist sehr schön. Da freue ich mich jetzt schon. Es kann natürlich auch sein, dass der Wagen explodiert und wir dann... mit dem gesamten Auto in eine, ja, ja, und es ist auch ganz normal, dass man hier die Leute nicht überfahren kann. Das ist ja genauso wie im Real Life. Sie gehen auf unsere Geschäfte los, Dominik. So, jetzt sind wir erstmal hier am, wow, ja, also die Bullen sind wir jetzt erstmal los. Ich schaue jetzt nochmal eben kurz nach, wie viele, Gedings ich jetzt noch brauche. Wie viele Gefälligkeiten habe ich jetzt? Es sind 3, 6 Stück. 3, 6 Stück.
Und 9 brauche ich. Also eigentlich ja 10, aber der Typ, sie, der ist ja in Kuba. Und Kuba haben wir leider noch nicht freigeschaltet. Also bleibt der erstmal außen vor. Das heißt, die 4 noch. Und... Oh, ich mache hier jetzt meinen selben Fehler. Und hier sind es 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, 9 Stück. 6 habe ich. Das heißt, die nächsten 3, die ich jetzt dann noch gefunden habe, dann starte ich dann wieder die Aufnahme. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es hier weitergeht. Also Leute, tschö mit Ö.